Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, lieber Matthias, sehr geehrter Ministerpräsident, lieber Michael, meine Damen und Herren, auch vor dem Fernseher und vor dem Radio. Und da ich meinen Enkeln versprochen habe, sie besonders zu grüßen, tue ich das hiermit. Und gleichzeitig grüße ich auch die jungen Sängerinnen und Sänger hier im Landtag. Ich höre euch wirklich gerne zu. Applaus 1989 ist die Mauer gefallen. Ein kleiner, kurzer Satz, hinter dem sich riesige Dimensionen verbergen. Und dem will ich heute mit Ihnen nachdenken. Denn wer nicht nachdenkt, dem fehlt auch die unverzichtbare, notwendige Eigenschaft zum Vordenken. Vergangenheit ist immer Prolog und Geschichte setzt sich immer aus Geschichten zusammen. Beginnen wir mit dem 7. Oktober 1989, 40. Staatsfeiertag der Deutschen Demokratischen Republik. In der Eupiner Bergkirche feiern wir das Erntedankfest mit einem Konzert. Auf die Einladung hatte ich geschrieben, kommen Sie ins Konzert, damit Sie an diesem Tag wenigstens etwas zu feiern haben. Diese Einladung schaffte es dann noch in meine Staatssicherheitsakte. Der Trompeter aus Cottbus kommt zur Generalprobe für das Konzert eine Stunde zu spät. Viermal an der Grenzstraße zu Polen, Polizei, Armee sperren. Viermal musste er seine Instrumentenetuis öffnen, wirklich nur Trompeten. Nach dem Konzert spricht mich ein Ehepaar an. Die Frau hat Tränen in den Augen. Ein Sohn ist morgens mit Freunden verschwunden, Richtung Ungarn. Ein Zettel auf dem Küchentisch, wir rufen euch aus dem Westen an. Der andere Sohn ist in Berlin bei den Grenztruppen, Urlaubssperre. Wie viel Furcht, Angst und Verzweiflung noch an diesem Tag. Spätabends bin ich fassungslos vor dem Fernseher. Jubeln ziehen Massen in Berlin am Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Staatsratsvorsitzenden der Deutschen Demokratischen Republik und Vorsitzenden des Verteidigungsrates und so weiter und so fort. Deswegen waren die Nachrichten der DDR auch relativ eingeschränkt. Bis man alle Titel vorgelesen hatte, war die Zeit vorbei. Später werden die Marschierer sagen, ihre geballten Fäuste in Richtung Tribüne sei eigentlich Protest gewesen und die lachenden Gesichter nur Tarnung. Warum darf ich erst 1990 erfahren, unter lauter Widerstandskämpfern gelebt zu haben? Sie hatten sich 40 Jahre wirklich gut getarnt. Gorbatschow äußert sich in Berlin sibyllinisch über die Entwicklung in der DDR. Was er nicht wusste, in wenigen Monaten würde sein Imperium zusammenstürzen und den Blick auf die Millionen Opfer dieser Ideologie freigeben. An diesem Abend gab es übrigens Demonstrationen in Plauen und in Berlin. In Berlin werden nachts die Demonstranten zusammengeknüppelt, auf Polizeireviere gebracht, dort weitergeschlagen und gedemütigt. 9. Oktober. Unser Sohn kommt von einer Sportveranstaltung aus dem Pionierlager und wir wissen nicht, woher auch, dass es ein Internierungslager werden soll, dass auch unser Name auf der Liste steht. Und seine Frage ist, wisst ihr schon, dass die Nationale Volksarmee an der Grenze steht? Er meint unsere Grenze. Wir wohnen 130 Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt. Und vorsorglich hatte die DDR-Regierung am 3. Oktober den visafreien Reiseverkehr in die GSSR ausgesetzt. Die Republiksgeburtstagsgäste sollten nicht fliehen, was sie aber taten. Ich mache einen Erkundungsspaziergang. Kinderwagen liegen in den Gebüschen.
weggeschmissen, sie hindern bei der Flucht. Familien versuchen illegal über die tschechische Grenze nach Ungarn zu kommen, Rostocker, Berliner, Sachsen sowieso, Nachbarn von uns, aufmerksame Grenzhelfer, informieren ihre zuständigen Dienststellen. Ihr Kommentar später, weißt du, sonst wäre ich dran gewesen. Ich weiß, aber jetzt sind erstmal die Ertappten dran. Die Flüchtigen werden auf LKWs verladen, Männer, Frauen, Kinder ins Gefängnis. Ich gehe weiter bis an die Grenze, im doppelten Sinn. Zwei junge Soldaten mit einer Maschinenpistole bewaffnet, Bürger, ihren Personalausweis. Ich sage, ich bin der Ortspfarrer und ich trage meinen Ausweis nie dabei, wenn ich durch meinen eigenen Ort gehe. Entschuldigen Sie, sagt der eine, das haben wir nicht gewusst. Sie sind aber verpflichtet, sagt der andere matt. Ich sage, die sollen erst mal in Berlin ihre Pflicht tun, dann tue ich meine auch. Beide nicken. Am liebsten würden sie ihre Knarren an einen der umweltgeschädigten Bäume im Zittauer Gebirge hängen und ihren Altersgenossen in Richtung Ungarn hinterherlaufen. Vielleicht, sage ich abends zu meiner Frau, vielleicht hält sich das wirklich nicht mehr lange. Vielleicht. Ab da war jetzt jeder Tag und jede Woche politisch anders, von den Möglichkeiten her, aber auch durch die Schnelligkeit der sich neu gestaltenden politischen Prozesse. Eine Einladung zur Gründung einer neuen sozialdemokratischen Partei konnte ich nicht wahrnehmen. Ich hatte eine Beerdigung gehalten. War vielleicht auch. Die strategische Grundfrage damals war für mich aber, welche Strukturen waren in diesem Prozess am schnellsten zu verändern und zu gebrauchen? Natürlich arbeitete ich im neuen Forum mit. Junge Menschen aus unserer Region mit sehr viel Mut und Fantasie arbeiteten an den notwendigen Veränderungen und sie waren sich sehr wohl bewusst, dass die Gefahren ihrer Verhaftung noch lange nicht gebannt war. Aber ihr Mut übertrug sich auf die Bevölkerung, die dann bald Straßen, Plätze und Kirchen füllte, um deutlich zu machen, dass der DDR-Staat nicht mehr ihr Staat war. Zunächst handelte ein kleines Häuflein von Bürgerrechtlern wider alle Warnungen und Klugheit, wagten einige als naive Spinner verschriene Außenseiter den Kopf zu erheben, wo Kopfsenken angesagt war, und dort zu sprechen, wo Schweigen als äußerste Klugheit galt. Wissen Sie, in der Geschichte spricht man immer von großen Persönlichkeiten, die irgendwann Zivilcourage zeigten und dadurch Steinchen lostraten, die zur Lawine wurden. Aber die Geschichtsschreibung verengt hier den Blick immer auf Einzelne, wo doch Tausende die Risiken auf sich nahmen, um die Veränderungen herbeizuführen. Es waren in der DDR und auch bei uns in Zittau die sogenannten Durchschnittsmenschen aus unserer Region. Ohne sie und ohne die Steinchen, die sie losgetreten haben, wäre diese Entwicklung nicht denkbar gewesen. Deshalb achtet immer die Provinz. Vieles, was später politisch im Großen geschieht, nimmt hier im Kleinen seinen Anfang. Applaus 19. Oktober 1989 abends. Wir vom Neuen Forum hatten in die Johanneskirche eingeladen, und die Zittauer gingen auf die Straße. Das hört sich gut an, stimmte aber nicht. Denn die meisten blieben zu Hause und schauten interessiert oder erschrocken hinter den Gardinen denjenigen hinterher, die den Mut hatten, sich an diesem Abend auf die Straße zu begeben. Die Johanneskirche war innerhalb kürzester Zeit gefüllt.
Die anderen Kirchen wurden aufgetan. Die Redner des neuen Forums mussten allein von Kirche zu Kirche, um ihren Text jedes Mal wieder neu zu präsentieren, immer in der Angst, unterwegs verhaftet zu werden. Die Angst und den Grund für die Zurückhaltung der Bevölkerung konnte nur der begreifen, der wusste, dass an diesem Abend die Polizei, die Staatssicherheit, die Arbeiterkampftruppen, die stationierte sowjetische Armee und die Offiziershochschule in Alarmbereitschaft waren. An diesem Abend waren die entschlossensten und couragiertesten auf die Straße gegangen und hatten dazu beigetragen, dass auch die anderen in Zittau die Angst verloren. Es hört sich seltsam an, aber Geschichte ereignet sich auch in dem winzigen historischen Augenblick, wenn der Einzelne sich endlich mal von seiner Sofaecke erhebt, den Fernseher ausschaltet und sich auf den Weg zu irgendeiner Kirche, einer Zusammenkunft oder einer Demonstration macht. Und diese Erfahrung sollten wir auch in der Demokratie nicht vergessen. Erstaunt höre ich heute Rufe bei Demonstrationen rufen, dafür bin ich 1989 nicht auf die Straße gegangen. Das ist an dümmlicher Geschichtsvergessenheit nicht zu überbieten. Und beleidigt die damals Entschlossenen und Tapferen, die sich nicht sicher sein konnten, für ihr Handeln vom SED-Staat doch noch in Haftung genommen zu werden. Außerdem, wenn diese Rufer und Ruferinnen 1989 wirklich dabei gewesen wären, wäre ihnen aufgefallen, dass die Losung der Demonstrierenden hieß: keine Diktatur, sondern eine demokratische Gesellschaft. Es ging nicht darum, einen Totalitätsanspruch auf die eigene Meinung zu bekommen. Wer heute in einer Demonstration in der Demokratie selbst mit krudesten Ideen von der Polizei beschützt wird, sollte sich nicht das Hemd eines Widerstandskämpfers anziehen. Das könnten sich diese Rufer von heute in anderen Diktaturen verdienen, wo die Polizei prügelt und die Gefängnisse dann voller werden. Nur zu, die Welt ist offen. Als in Berlin am 9. November 1989 die Mauer bröckelte, demonstrierten tausende Oberlausitzer Männer, Frauen und Kinder mit Kerzen in der Hand auf dem Zittauer Ring. Ihre brennenden Kerzen setzten sie auf die Mauern vor der verdunkelten Stasi-Zentrale, aus der sie eifrig gefilmt wurden. Es nutzte nichts mehr. Die Zittauer hatten ihre Angst verloren. Dass die Mauer fiel durch eine Fehlinformation eines Pressesprechers, der in der Sitzung des Staatsrates nicht aufgepasst hatte. Unvorstellbar. Manchmal scheint Gott einen Sinn für Ironie zu haben. Aber das Unvorstellbare war geschehen. Es wurde Realität, mutmachend, aber auch Fragen über Fragen, denn jetzt kam der Konflikt aus den eigenen Reihen. Was wir nicht wollten, darüber waren wir uns einig. Das Ziel war die Abschaffung dieser menschenverachtenden Strukturen innerhalb der DDR. Aber was dagegen setzen? Demokratie? Ja klar. Da hatten wir unsere Vorstellungen, aber, und das wird bei vielen Diskussionen heute vergessen, wir hatten auch seit 1933 in diesem Teil Deutschlands keinerlei Erfahrungen damit gemacht. Erst hatten die Faschisten und dann die Kommunisten jede demokratische Erfahrung unmöglich gemacht. Als ich zum ersten Mal am 7. Dezember 1989 in Zittau auf dem Markt davon sprach, dass wir eigentlich die Chancen nutzen müssten, wieder ein Volk zu werden, kam es zum Bruch mit dem neuen Forum.
Zur gleichen Zeit wurden die Schilder der Demonstranten »Wir sind das Volk« durch die Schilder »Wir sind ein Volk« abgelöst. Und Helmut Kohl erzählte mir später einmal, dass dieser Schilderwechsel und der Einheitsruf in Dresden sein Motiv gewesen sei, möglichst schnell Gespräche mit den Alliierten über die Möglichkeit der deutschen Einheit zu führen. Sein schwierigstes Gespräch führte er wohl mit der Eisernen Lady in London, in einer Herzlichkeit, bei der selbst der Tee in den Teetassen auf dem Kamin einfror. Aber ich habe Kohl dann getröstet und habe gesagt, ja, Opfer musste in dieser Zeit jeder bringen. Nur, zur Geschichte gehört auch, dass die richtigen Menschen zur richtigen Zeit das Richtige tun. Nicht immer treffen diese drei Faktoren aufeinander. Helmut Kohl war der richtige Mann in dieser Zeit, und auch wenn Dankbarkeit keine politische Kategorie ist, ich werde es nicht vergessen und Sie sollten es auch nicht vergessen. Für mich war damals klar, alle Pläne einer schrittweisen Annäherung oder eines langfristigen, stufenweisen Übergangs zur Einheit ging an der Wirklichkeit vorbei. Die Zeit drängte und die Ostdeutschen hatten keine Geduld mehr. Ohne Deutschland zu einen würde man auch Europa nicht einen können und wir würden weiter in unserem Zittauer Zipfel sitzen müssen, ohne ihn regional nach allen Seiten öffnen zu können. Der politische Ansatz des neuen Forums, einen dritten Weg einzuschlagen, war für mich damit erschöpft. Er löste zwar mit seinen Selbstzweifeln Entzücken in der westlichen Linken aus, aber gleichzeitig auch Hoffnung bei Motrow und seiner angeblich geläuterten Truppe, die ihr Parteivermögen ins Ausland schaffte. Flankierend zu dieser Diskussion gab es im Westen Deutschlands übrigens die Bewegung »Ich will nicht wiedervereinigt werden«. Einige der Anhänger dieser Bewegung von damals haben heute politische Führungsämter inne und werden heute ganz bestimmt überzeugende Reden zum Tag der deutschen Einheit halten. Naja, Strafe muss sein. Wie marode die DDR tatsächlich war, ist 1990 völlig falsch eingeschätzt worden. Und im Westen, wo es die marktwirtschaftlich kompetenten Fachleute gab, sogar ein Ministerium für innerdeutsche Beziehungen, fehlte der Blick hinter die Kulissen der DDR-Betriebe. Das Zahlenmaterial war geschönt. Und jeder von uns weiß, dass die Angleichung an Weltmarktbedingungen nach 1990 unweigerlich zu einer beträchtlichen Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern geführt hat. Fast gleichzeitig mit der Wiedervereinigung kam die Globalisierung auf Westeuropa zu, mit ihren verheerenden Pleitewellen in vielen Industriezweigen und gerade in meiner Region mit über 8000 Beschäftigten in der Textilindustrie schlug sie voll zu. Übrigens, die Maschinen hatte zum Teil noch der letzte sächsische König eingeweiht. Zum großen Teil stammten sie noch aus vor dem Krieg und chemische Rückstände und Gifte wurden ungeklärt in die toten Flüsse geleitet. Die Schadstoffbelastungen an den Arbeitsplätzen lagen zum Teil hundertfach über den Grenzwerten, die erst dann mit den neuen Gesetzen aus dem Westen kamen. Zu dieser Zeit war der Schnee bei uns im Zittauer Gebirge am dritten Tag schwarz und Umweltmessungen waren eine Straftat. Helmut Kohl erzählte mir einmal, als wir über Gorbatschow sprachen, dass er damals beim Besuch in der Sowjetunion froh über die Zusage war, dass die Außenhandelsbeziehungen zum Ostteil Deutschlands noch weiter erhalten werden sollten. Das sollte auch für die restlichen RGW-Staaten gelten. Der Anteil des Außenhandelsumsatzes der DDR in Bezug auf die Sowjetunion lag bei 40%. In dieser Zeit hätte man die Möglichkeit der Modernisierung nutzen können. Und der Kommentar des Bundeskanzlers,
Ich habe doch nicht wissen können, dass es nach 2,5 Wochen die Sowjetunion gar nicht mehr geben wird. Auch hatte man nicht auf dem Schirm, dass mit der Verfügbarkeit von Westprodukten die Nachfrage nach Ostprodukten geradezu über Nacht auf Null fiel, und das galt für den ganzen Ostblock. Die Bevölkerung hat das mit ihrem Kaufverhalten selbst entschieden. Die westlichen Länder hatten zu dieser Zeit ein Konjunkturhoch. Im Westen wurde produziert, im Osten konsumiert. Aber das konnte ja auf Dauer kein Erfolgsrezept sein und ist Gott sei Dank auch nicht so geblieben. Aber an einer Stelle hatten meine kritischen Freunde natürlich recht. Und das war auch das schwächste Argument, der schwächste Punkt in meiner Argumentation. Was wussten wir eigentlich von der Bundesrepublik Deutschland? Wir und auch ich kannten das System nicht so genau, dass wir alternativ nutzen wollten. Also setzte ich mit auf die Experten der Bundesrepublik, die sehr eloquent und sicher verbargen, dass sie auch keine Ahnung davon hatten. Ja, so war das. Wir begannen im Osten wie im Westen bei Null. Und der Begriff Wiedervereinigung vermittelt den Eindruck, es habe Erfahrungen gegeben, auf die man sich hätte stützen können. Nein, die gab es nicht. Aus dieser Perspektive war es eine Neuvereinigung. Aber Gott sei Dank war in der Mehrheit der Bevölkerung der Wille zur Einheit da, aber es fehlten die tragenden und die vorausschauenden Konzepte. Stattdessen jede Menge Irrtümer und Vorurteile. Interessant ist doch auch, dass sich die Experten der Bundesrepublik in Deutschland, ob in der Journalistik oder auf dem Geistesgebiet oder in der Wirtschaft, schon zu DDR-Zeiten getäuscht haben, wobei einige, wie ich heute lese, ihren Täuschungen noch immer erliegen. Sie haben ein Bild von der DDR gemalt, das sie zum Schluss selber geglaubt haben. Und sie haben ein Bild vermittelt, das wenig mit der Wirklichkeit zu tun hatte und im ersten Stadium der Einheitsbemühungen ausgesprochen beleidigend für die Ostdeutschen waren. Ich erinnere nur daran, die Banane als Vereinigungs-, als Einheitsfrucht darzustellen. Deshalb glauben auch heute noch manche im Westen, sie hätten uns die Bananen und die Freiheit gebracht. Die Bananen vielleicht. Die Freiheit haben wir uns selber erkämpft. Und darauf sind wir stolz. Aber wir üben natürlich auch noch die Freiheit. Bis heute. Wobei das ein Punkt ist, an dem wir uns zwischen Ost und West gar nicht so unterscheiden. Da tut uns manchmal etwas mehr Demut gut. Damals wurde der Grundstein gelegt für eine überhebliche Einstellung den Ostdeutschen gegenüber, die heute zum Teil noch anhält. Dazu kam natürlich in vielen Bereichen die Unsicherheit der Ostdeutschen und sie schien argumentativ die Überheblichkeit der anderen zu stützen. Aber wie ist es denn, wenn man lernen muss, mit dem grundlegenden Wandel aller Lebensverhältnisse umzugehen, sich dem Neuen zu öffnen, ohne es kritiklos übernehmen zu wollen? Ist Unsicherheit hier nicht eine völlig normale menschliche Reaktion? Wie ist es denn, wenn auf einmal alle Koordinationsmuster wegfallen, Löhne, Mieten, Ämter, Straßennamen sich ändern, wenn man nicht mehr weiß, ist mein Beruf überhaupt noch anerkannt, wo werde ich morgen arbeiten, gehört das Haus, das ich mir gekauft habe, eigentlich wirklich noch mir? Was ist eine Versicherung und was ist soziale Absicherung? Überlegen Sie doch einmal, wie unsere Gesellschaft mittlerweile heute auf Änderungen reagiert. Wie zum Teil schon kleine Änderungen riesigen Veränderungsstress hervorrufen. Und manchmal nicht weniger als den Abgesang auf die Existenz des Abendlandes die regelmäßige Folge ist. Wir sind alle sehr sensibel, was uns betrifft in Deutschland.
Nur zu einer Demokratie gehört auch, das gleiche Maß an Sensibilität auch anderen zuzubilligen und zu begreifen, dass die Königsdisziplin in der Demokratie Kompromiss heißt. Vergessen wir also nicht, die Ostdeutschen haben bei aller Freude über die Abschaffung der Diktatur eine ungeheuer schwierige und kräfteverschleißende Umstellungsleistung erbracht. Und diese Leistung sollte am heutigen Tag gewürdigt werden, weil wir darauf stolz sein können. Es sind auch in der DDR große Lebensleistungen unter Bedingungen erbracht worden, die zu dieser Zeit im Westen schon gar nicht mehr vorstellbar waren. Mit einem gewaltigen Unterschied. Sie zahlten sich materiell für den DDR-Bürger nicht auf seinem Geldkonto aus. Und als die Freiheit der Marktwirtschaft kam, war das Geld rar im Osten. Deswegen wird heute auch im Osten noch weniger geerbt als im Westen. Aber das ist keine Folge der deutschen Einheit. Das ist eine Folge der spät erworbenen Freiheit der Ostdeutschen. Trotzdem, nur wer Geld hat, kann etwas bewegen. Das ist eine zum Teil bittere Erkenntnis für manchen ehemaligen DDR-Bürger gewesen. Was für manche zu der Kurzschlusslogik führte, dass sich die Lebensleistungen der Bürger entwerten würden, wenn ein Staat bankrott geht. Das ist zwar nicht so, aber dieses Gefühl gab es und gibt es. Und vielleicht glauben manche heute noch, trotzig die DDR verteidigen zu müssen, damit ihre Lebensleistung erhalten bleibt. Und sie tun es, weil wir es nicht laut und anerkennend tun. Aber manches Argument wendet sich ja auch heute. Tante Carlas Bemerkung aus Dresden, die um die Familienfreude zu erhöhen, zu einem Besuch in Bochum eingetroffen ist, sagt mal, bei euch in Bochum sieht es hier aus wie früher bei uns im Osten. Da hatten die Häuser auch keine Farbe und die Straßen waren kaputt. Das zeigt eine neue Diskussion auf, die sich natürlich im Kleinen als wenig friedensstiftend erweist und im Großen schon gar nicht zu verwenden ist. Aber wir haben ja im Osten nicht nur das Geld aus dem Westen bekommen, sondern auch die Gesetzeswerke und Verwaltungsvorschriften des Westens, die in völliger Situationsverkennung im Osten angewandt werden mussten. Und diese wirkten wie Geldvernichtungsmaschinen. Koste es, was es wolle. Wir haben zu Ostzeiten über Bürokratie gelacht und wussten gar nicht, was das ist. Und was dem Westen schon lange nicht mehr gut tat, konnte doch dem Osten auch nicht gut tun. Das ist eine bis heute folgenlos gebliebene Einsicht. Trotzdem, ein bisschen DDR hätte ich ganz gerne erhalten. Ich hätte gern für die verantwortlichen Genossen der DDR ein Altersheim auf DDR-Standard erhalten, 4 alte Menschen auf einem Zimmer, 2 Schränke, 4 Koffer, ein Waschbecken, einmal in der Woche Obst und einmal in der Woche Baden. Millionen Euro hat die deutsche Einheit bis jetzt gekostet, ohne dass deshalb eine Wohlstandsexplosion in den neuen Bundesländern stattgefunden hätte. Und das zeigt doch eines ganz deutlich, dass der Sozialismus ein für alle Deutschen recht kostspieliges Experiment gewesen ist, im finanziellen wie im mitmenschlichen Desaster, dass wir erst dann wiederholen sollten, wenn wir genug Geld auf die Seite gelegt haben, um die Folgekosten zu bezahlen. Aber nicht nur das Geld hat etwas bewegt. Auch viele Menschen, die uns in dieser Situation beim Aufbau demokratischer Strukturen geholfen haben. Wer heute nach 30 Jahren zwischen den Menschen, die hier leben, noch den Diffamierungskeil Ossi und Wessi treiben will, muss sehr weit zurückgeblieben sein.
Ich weiß genau, wovon ich rede, denn ich kenne auch die Situation in Tschechien und Polen, wo man nicht auf Landsleute zurückgreifen konnte, die schon seit 40 Jahren demokratische Erfahrungen gemacht hatten und das neue System kannten. Gut, nicht jeder aus dem Westen, der als Motiv angab, helfen zu wollen, war wirklich hilfreich. Manche haben sich auch nur selbst geholfen, aber die meisten waren ausgesprochen hilfreich. Jeden Tag seit der Einheit ist anschaulicher geworden, wie viel unglaubliches Unrecht und wie viel Menschenverachtung im SED-Regime an der Tagesordnung war. Das ist von einer solchen Anschaulichkeit, dass viele am liebsten wegsehen würden, um es nicht verarbeiten zu müssen. Denn Verarbeitung ist mühsam, setzt Verständnis voraus und ist schmerzlich, besonders für die Betroffenen. Vielleicht sollten wir ab und zu auch mal auf jene hören, die den Repressionsapparat DDR selbst erlebt haben. Manches in dieser Diskussion erinnert mich an den Bereich der Gewaltkriminalität, in der ich erlebe, dass oftmals in den Diskussionen mehr Verständnis für den Täter als für die Opfer aufgebracht wird. Und als wir uns 1990 noch über die besten Lösungen stritten, da wussten wir noch nicht, welche Rolle die Staatssicherheit in unserem Leben gespielt hatte. Deshalb war auch unser Freundeskreis noch größer. Im Mai 1989 bat mich eine junge Medizinstudentin um Hilfe. An der Humboldt-Uni in Berlin hatte sie ihr medizinisches Examen mit sehr gut abgelegt. Dann wurde sie denunziert auf einer Studentenfete auf der Gitarre, das in der DDR verbotene Deutschlandlied intoniert zu haben. Es hätte auch Haydn sein können. Aber dass sie kirchlich engagiert war, war strafverschärfend. So wurde sie vom Studium ausgeschlossen, bekam ihr Examen nicht und musste die Universität verlassen. Inzwischen ist sie eine erfolgreiche Professorin. Aber im Oktober 1990 wurden unter den Klängen des Deutschlandliedes die an ihrer Entlassung Beteiligten im vorauseilenden feigen Gehorsam und sich an ihre Karriere klammernden Professoren in ihre neuen Ämter eingeführt. Hier gibt es Geschichten und Unrecht ohne Ende. Auch durch solche Erlebnisse machen viele Menschen in den neuen Bundesländern die schmerzliche Erfahrung, dass der Rechtsstaat nicht zwangsläufig Gerechtigkeit impliziert und dass er auch nicht wirklich geeignet ist, 40 Jahre Unrecht aufzuarbeiten. Und die veröffentlichte Meinung scheint Ihnen ja recht zu geben. Denn wir führten dann in Deutschland eine Diskussion über Amnestie der DDR-Täter. Aber alle, die von Amnestie sprechen, die muss man doch mal fragen, wer ist denn verurteilt worden? Gut, Herrn Honecker hat man seiner Frau ausgeliefert, wahrscheinlich die schlimmste Strafe. Herr Mielke saß im Gefängnis, weil er 1931 zwei Polizeioffiziere erschossen hat. Wir müssen doch den Tätern der DDR einmal ganz deutlich sagen, damit sie auch dankbar werden. Bei einem sogenannten dritten Weg, der ein Umweg zur neuen Diktatur geworden wäre, wären etliche von den gleichen Staatsanwälten, die ihnen früher unterstanden, zu lebenslangen Knaststrafen verurteilt worden. Das nennt man nämlich im Kommunismus Säuberung. Und schon geht man dann zur Tagesordnung über. Aber genau das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht zur Tagesordnung übergehen, denn wenn es um Unrecht geht, gibt es keine Tagesordnung. Wer bewältigen will, muss wissen, und Vergangenheit ist immer Prolog. Erstaunt lese ich hin und wieder, wie menschlich und warm es in der DDR zugegangen ist. Und vieles verstehe ich auch. Natürlich gab es Liebe, Freundschaft, Nachbarschaft, Verständnis und Freude in der DDR. Aber doch nicht wegen der Diktatur, sondern zum großen Teil auch
trotz der Diktatur. Wer aber global davon spricht, dass es in der DDR wärmer zugegangen sei als heute, dem muss man ganz deutlich sagen, dass es in einem Stall, der nie aufgemacht wird, immer warm ist. Dann gab es Umfragen, die sich am Rande eines zeitgeistigen Dummheitskegels bewegen. War die DDR ein Unrechtsstaat oder nicht? Und ich empfinde schon diese Fragestellung als ausgesprochen zynisch. Keine freien Gerichte, keine freie Rechtsprechung, keine freien Parteien, keine freien Gewerkschaften, keine freie Bildung, keine freie Forschung, keine freien Religionen, keine freie Meinungsäußerung, keine freie Bewegungsfreiheit, keine Pressefreiheit, aber ständige Bespitzelung der Bevölkerung, Gefängnisse voll politischer Gefangener, die Devisen bringend in den Westen verkauft werden. Kein Unrechtsstaat? Und es gibt ja im Osten amtierende Ministerpräsidenten und Präsidentinnen, die dieser Meinung sind. Dann sollen sie doch mal den Mut haben, diese Meinung einer Mutter ins Gesicht zu sagen, deren Sohn an der Grenze erschossen worden ist, nur weil er mehr von der Welt sehen wollte. Wenn wir die Demokratielücken der Vergangenheit nicht bewältigen, werden wir auch in Zukunft immer wieder darüber stolpern. Ich glaube auch, dass die gesamte Diskussion der Vereinigung daran krankte, dass man immer über Geld statt über politische Moral sprach. Das scheint ein Lieblingsthema der Deutschen zu sein. Und als Oskar Lafontaine damals sehr genau nachrechnete, was die Einheit kosten dürfe, was sie kosten würde, wählte er für mich einen politisch und menschlich völlig falschen Denkansatz, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass er die Einheit gar nicht wollte, aber was weiß man schon, was er eigentlich will. Was darf es eigentlich kosten, 16 Millionen Menschen aus einem unwürdigen, menschenverachtenden, totalitären Staatsgefüge herauszuholen? Was darf es eigentlich kosten, dass ein ganzes Volk nicht mehr bespitzelt wird und Offenheit nicht diesen unmenschlichen Preis hat? Was darf es eigentlich kosten, dass Menschen, die nicht damit einverstanden sind, dass ihnen nur eine beschränkte Bewegungsfreiheit zugestanden wird, nicht mehr im Stacheldraht hängen oder an der Mauer erschossen werden? Was darf es eigentlich kosten, dass junge Menschen, die politische Witze reißen, trotzdem Gymnasium und Studium besuchen dürfen und sich nicht in Untersuchungshaft bei der Staatssicherheit wiederfinden, ohne dass ihre Eltern jemals benachrichtigt wurden? Was darf es eigentlich kosten, dass Verwandte und Freunde sich selbstverständlich besuchen dürfen, statt staatlich erniedrigende Genehmigungsverfahren durchlaufen zu müssen? Und ein Satz nur für die Westdeutschen. Was durfte es eigentlich kosten, dass SS-20-Raketen mit atomarem Sprengkopf jetzt nicht mehr in kurzer Reichweite auf München, Stuttgart oder Hamburg gerichtet sind? Untaugliche Rechenbeispiele? Vielleicht. Meine Großmutter konnte gut rechnen, aber ihr Prinzip war: Rechnen muss man können, aber in der Familie wird nichts aufgerechnet. Entweder es geht allen gut oder keinem. Und manchmal ist aus dem Kleinen auch auf das Große zu schließen. Da der Prozess der deutschen Einheit noch nicht abgeschlossen ist, ist es auch einmal notwendig, über Demokratie nachzudenken, den manche ja so gerne in Verbindung mit Wohlstand bringen. Auch wenn es ein Glück ist, in einem Land mit einer freiheitlich-demokratischen Ordnung zu leben, dann muss man sich deutlich fragen, ob es für dieses Land noch ein Glück ist, wenn alle Bürger und Bürgerinnen darin eine Selbstverständlichkeit sehen. Zivilcourage und Rückgrat sind unentbehrlich, auch heute. Es gibt im Osten und im Westen Deutschlands Menschen, die sich gerne Parteien und Parteiführern unterordnen, wenn sie dafür auf andere Menschen heruntersehen können, ihnen Wert und Würde absprechen,
diese diffamieren können und gleichzeitig noch die Stiefel mitgeliefert bekommen, um auf sie zu treten. Diesen Personenkreis müssen wir klein halten. Es darf keine Toleranz für Intolerante geben. Auf der anderen Seite hat Demokratie aber auch viel mit Offenheit und Durchschaubarkeit zu tun. Wenn politische Prozesse und Entscheidungen nicht mehr verstanden werden, wenn sie mehr Zukunftsangst als Zukunftssicherheit vermitteln und die realen Ängste des Bürgers von den politischen Entscheidungsträgern nicht mehr aufgespürt oder ernst genommen werden, meine Damen und Herren, dann wanken die demokratischen Fundamente. Das ist ausgesprochen nett. Wenn die Mehrheit den Eindruck hat, dass politische Themen ausschließlich nur noch von einer Minderheit gesetzt werden, die an ihrer Lebenswirklichkeit vollkommen vorbeigehen, dann darf man sich nicht wundern, dass bei den Bürgern das Gefühl aufkommt, man nimmt sie nicht mehr ernst. Und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man im Osten hört, na, das kennen wir noch von früher. Das Vertrauen der Bundesbürger insgesamt in der Demokratie nimmt rapide ab. Noch dramatischer ist der Vertrauensverlust der Bürger gegenüber den Parteien. 71% der Bürger meinen, sie leben in ihrer eigenen Welt. Und der von mir sehr geschätzte Spötter Shaw hat einmal gesagt, die Demokratie ist die einzige Staatsform, die sicherstellt, dass wir nicht besser regiert werden, als wir es verdient haben. Also, nicht nur die Bürger, auch die Parteien müssen ihre Hausaufgaben machen, um diese Entfremdung zu stoppen. Und sie müssen unter anderem die Frage beantworten können, warum man ohne abgeschlossene Berufsausbildung zwar keine Straßenbahn fahren darf, aber eine Fraktion oder ein Ministerium führen darf. Die dann in der Politik politische Vorgaben für die Bürgermassen machen, aber keine Ausbildung haben und denen die Arbeitswelt ein ewiges Rätsel sein wird, das sie nie erlebt haben. Dass dann keine Akzeptanz beim Bürger entsteht, das soll wirklich niemanden verwundern. Allen in der Politik sollte bewusst sein, dass sie zwar Gewählte, aber keine Auserwählten sind. Und so sollten Sie sich auch benehmen. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, deutsche Einheit, dass es so gekommen ist, ist die Hauptsache. Und kluge Leute sagen immer, wenn die Hauptsache erstmal geworden ist, erledigen sich die Nebensachen auch. Nicht mit leichter Hand, das wissen wir inzwischen alle. Aber sollten wir Deutschen nicht an diesem Tag einen Dankgottesdienst feiern, die Ostdeutschen, weil Gott sei Dank der Spuk der Diktatur vorbei ist, und die Westdeutschen, weil sie es nicht erleben mussten und weil kein Blut vergossen wurde. Friedliche Revolution. Schaut euch doch einmal unsere reale, gegenwärtige, konfliktreiche Welt an und seid dankbar. Auch wenn Dankbarkeit den Deutschen allgemein schwerfällt. Es gibt geschichtliche Ereignisse, auf die wir auch als Deutsche stolz sein dürfen. Und die friedliche Revolution, die zum 3. Oktober 1990 geführt hat, ist ein solches Ereignis. Daran wollte ich heute Morgen erinnern. Wir sind wieder demokratisch und für die Welt durchschaubarer und berechenbarer geworden. Und genau diese Demokratie ist unser eigentlicher Gewinn und ihre Erhaltung unsere gesamtdeutsche Aufgabe. Danke fürs Zuhören.